Hello everybody, this is Music Monday and we come back with a BAM! Today I will be talking to the fabulous, the iconic, the legendary, Anka de Koy. Kathi? Hi! Ich habe mich so gefreut, dass wir uns schon gesehen haben. Ich habe dich schon singen gehört, so schön. Was für ein Genuss. Ein Konzert im Friseursalon, ja, das war sehr exklusiv. Also für alle, die sich jetzt fragen, worüber reden die beiden, die Anka-Di und der Martin, haben ein wunderschönes Mini-Mini-Mini-Konzert gegeben im Hoar in Wien, im Friseursalon. Und ich hatte das Glück, dort sein zu können. Es war wunderschön. Du bist einfach einer der hellsten Sterne am österreichischen Musikhimmel. Zu meiner absoluten Schande muss ich gestehen, dass ich dich ja tatsächlich erst entdeckt habe für mich beim Amadeus. Und ich war absolut sprachlos und sofort schockverliebt. Über unsere legendären Partynächte kommen wir vielleicht anders zu reden, aber lass uns doch vorher mal ein bisschen sachlicher starten. Lass uns doch vorher erst ein bisschen seriös talken. Du kommst ja aus Bayern, aber wir haben dich ja quasi adoptiert. Ja, quasi. Also ich komme aus einer Gegend in Bayern, aus Burghausen in Oberbayern. Das direkt an der österreichischen Grenze. Das ist quasi eines, also die Grenze existiert für uns dort gar nicht, weißt? Jetzt die Grenze wieder dicht zu machen quasi und da nicht durchzukommen, das hat sich schon sehr, sehr seltsam angefühlt. Und ich habe auch nicht heimfahren können und ja. Ich habe mir dann kurzzeitig überlegt, ob ich vielleicht über die Salzach, ob ich durchschwimmen oder irgendwas, aber... aber es war wirklich, wirklich sehr seltsam. Ich habe dann in Linz studiert und für mich sehr Österreich hält. Linz ist ja echt irgendwie der Musik-Hotspot Österreichs, also was Ausbildung anbelangt. Zu dem Zeitpunkt wollte ich ja noch recht gern nahe zu Hause bleiben. Also ich war noch recht jung, wie ich angefangen habe zu studieren. Aber Linz war für mich damals schon relativ groß. Aber Linz hat was sehr Gemütliches und was sehr, sehr, die haben eine sehr offene Art. Das ist recht, war recht nett irgendwie dort. Und die Uni, also die Linzer Musikuni dort, die haben einen sehr guten Ruf und sind dafür bekannter, dass sie Free Jazz machen. Und ich habe mir wirklich sehr ausprobieren können, sehr viel freien Stuff gemacht und sehr viel geschrieben und bin erst nach Beendigung des Studiums dort nach Wien gezogen. Ich habe dazwischen so eine Reise gemacht nach Mexiko und erst nach New York, dann nach San Diego. Da war ich total aus dem Häuschen vor lauter Schreck. Und bin dann von Mexiko im Winter nach Wien gezogen. Es hat ein bisschen gebraucht, bis ich mich dann eingefunden habe hier. Aus der mexikanischen Strandwärme, so mit Kokosnuss unterm Arm, so am Schwächert ausgestiegen quasi und so in die Wiener Straßenbahn im Januar. Das, was ich mittlerweile sehr lieb an Wien, so dieses leicht morbide manchmal und dieses, weißt du, es ist immer so leicht dirty manchmal und das, jetzt liebe ich das. Und damals war ich irgendwie so, ja, das ist mir ein bisschen geschreckt, glaube ich. So. Es gibt ja immer einen Haufen Sessions irgendwie in Wien, oder die Loop-Sessions oder was weiß ich. Da gibt es wirklich einen Haufen tolle Leute und dann ging das schnell. Und dann haben wir die Judith kennengelernt und dann haben wir Fiuka gegründet. Kathi, ich liebe es. Alles, was ich mir vorbereitet habe, ist vollkommen obsolet, weil du erzählst es alleine. Ich liebe es. Nur kurz einhakend, die Videos, die Musikvideos, die du immer schon gemacht hast, immer schon, sind so visionär, so kunstvoll und suchen echt seinesgleichen. Und das war von Anbeginn so. Also Fiuka, die Videos waren ein Wahnsinn. Wo kommt dieser visuelle Durst her, das umzusetzen, was du singst und was du schreibst? Also für mich ist es immer ein großes Ganzes. Also für mich gehört, wenn ich einen Song schreibe, habe ich nicht nur die Worte und irgendwie die Töne irgendwie plötzlich da. Es hat immer was Visuelles irgendwie bei mir. Also ich habe sofort immer bestimmte Bilder vor Augen. Das war irgendwie ganz, das hat für mich immer zusammengehört, auch die Kombination von Mode und Musik. Dieses Extrovertierte, was man gerade über Videos oder über Fotos und so auch noch nach außen transportieren kann, zusätzlich zu der Musik, sprich aus dem Ganzen eine Art audiovisuelles Erlebnis zu machen, war schon ganz, ganz schneller Bedürfnis. Also das habe ich gewusst, dass das für mich zusammenhängt, weil ich selber sehr, sehr stark anspreche auf starke Bilder. Und das macht Dinge stärker. Wie so Glutamat, weißt du? Little hell. Von einer Frau, die ihren Mann droht. I could make your life a little hell. Dass es dann so weit geht, dass ich quasi als mordende
Villa-Besitzerin auf einem Berglauf da so Kürbisse abschneide. Diese Kürbisse sind aber in dem Fall Köpfe der Männer, die ich dort in dieser Villa getötet habe. Auch da gab es im Text schon Elemente, die dazu führen. Meine Texte sind, glaube ich, immer sehr bildreich. Also ich ertappe mich oft dabei zu denken, ah ja, das ist die beste Beschreibung für dieses Gefühl, das ich hatte. I'm like the cashew you're allergic Absolut. For example. Oder I hate the way you chew, finde ich auch so. Wahrscheinlich ist es für alle irgendwie relatable. Wobei bei dir ist es ja relativ speziell, dieser Satz. Ja, für mich ist relativ. Ich war aber erstaunt, wie viele Leute auf diesen Satz reagiert haben und gesagt haben: Ich bin unempfindlich, genauso wie du, Kathi. Ich hasse das auch. Ich hasse das auch. Es gab ja so Foltermethoden, wo man kleine Eisennägelchen trauen und nur so eine Tafel drüber. Aber es gibt Leute, die wirklich körperliche Schmerzen erleiden bei zu schlimmen Geräuschen. Ich war erstaunt, wie viele Leute da ansprechen. Und überhaupt auf die Texte, die das so: I'm a black mamba baby and I think you should better love me back. Nein, I love with a poisonous attack. Sprich, wenn ich dich liebe, dann gibt es den Stachel aber auch gleich mit rein. Ach, du bist so eine unglaublich gute Songwriterin, du bist eine unglaublich gute Sängerin. Also für alle, die Ankati Kaur noch nicht live gesehen habt, ihr müsst euch das geben. Wo hast du gespielt? Weiter. Am Freitag. Und ich war leider nicht da, aber der Martin war da. Und er hat gesagt, es ist unfassbar, unfassbar, wie sie improvisiert. Ich meine, das ist basierend schon irgendwie auch auf deinem Jazzstudium, oder da lernt man improvisieren. Ja, natürlich. Ich glaube, die besten Phasen hatte, wo ich mir immer sehr viel auf Sessions getraut habe. So in ganz jungen Jahren, so meine ersten Jam-Sessions, an die ich mich erinnern kann, so zwischen 16 und 21, bin ich immer geblieben bis zum Schluss. Und am Schluss gestern auf die Bühne, da schon habe ich an, sondern hast vielleicht schon ein bisschen gezwitschert und dann fangst du an auszuprobieren. Also improvisieren muss man erst einmal total ausprobieren. Man muss immer seine Sounds finden, man muss seine Klänge finden. Also ein bestimmtes Handwerk, aber dann darf man nicht den Absprung verpassen, wo man sich davon wieder lösen muss, dass es nicht zu tief ist, dass es nicht so Dass es mit trocken. Herz bleibt. Ja, genau. Wie schaut die Zukunft aus? Die Zukunft. Ja, wir gehen jetzt bald wieder ins Studio. Also das ist, ich hatte während Corona, während Lockdown echt ziemlich viel Zeit zum Schreiben, which was super nice. Echt gute Inspirationen gehabt und wir spielen aber Konzerte im Sommer, also es poppen jetzt überall so Live-Geschichten wieder auf. Kann mich nicht beschweren. Und im Herbst gibt's, so wie es aussieht, eine neue Single. Und das ist, aber ja, ja, But we toll. can't wait. Show go on. Das war schon toll, so Zeit zu haben, wirklich, um wieder kreativ arbeiten zu können und sich die Luft zu verschaffen im Kopf und nicht abgelenkt zu sein. Touren, du warst es selber, es lenkt ab. Es ist zwar wahnsinnig geil, aber du kannst dich teilweise gar nicht so fokussieren auf andere Dinge und Songs schreiben und Songs machen. Aber fordert wirklich hohe Konzentration und die war halt da. Und das merke ich jetzt schon, dass das cool ist und dass ich dann, wow, okay, jetzt habe ich gutes Material. Ich freue mich extrem. Tut mir leid, dass ich das jetzt so sage, aber ich bin ja zum Glück in der privilegierten Situation, dass ich manches vorher höre als alle anderen. Und ich freue Stimmt. Du bist so eine Elvis-Locke. Du siehst aus wie Elvis von das. Wir haben heute eine ganz ähnliche Frisur, schau Ja, vorher. It's all about the volume. Volume, 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 volume. Yes, 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 yes. Genau, bitte everybody follow Ankati Kaur on Instagram. Check out every video that you can find, because she's especially FM4 Session, The Light, I mean. Oh. mal. Oh, das war schön. Oh. Ja, das war Beautiful, schön. beautiful, beautiful. Und ich freue mich voll, wenn du bald wieder live spielst. Leider habe ich am Freitag versammelt. Es schmerzt mir im Herz. Aber. Wir spielen noch oft live, du wirst noch oft die Gelegenheit haben. Yes. Ich kann Danke es nicht erwarten. Hey, Kathi, vielen, vielen Dank. für deine Natürlich. Bis bald. Bussi. Tschüss, die Mama. Everybody, check out her Instagram. We performed together last year at the Stadthalle. I think she's one of the greatest talents we have here in Austria. And I'm very honored and happy that I can call her my friend. So thank you so much, everybody, for watching. This was Music Monday, 5 at 5 for today. And we see each other tomorrow. It's good to be back. Bussi, Baba.